gång om året. En gång i livet. Nur während einer sehr kurzen Phase in jedem Jahr zeigen die Flüsse Südschwedens, wie die Fischerei einmal gewesen ist, bevor Übersäuerung, Düngemitteleinleitung oder Entwässerungsprogramme die Flüsse verändert haben. Wenn das Frühjahr dem Sommer weicht, schlüpfen die größten Eintagsfliegen und für ein paar Tage, vielleicht eine Woche, steigen die kapitalsten Fische, um sich an diesem reich gedeckten Tisch zu laben. Für Fliegenfischer ist es eine fantastische und sehr verrückte Zeit, aber auch eine viel zu kurze, in der der Traum des kapitalsten Fisches eines Flusses wahr werden kann. Diese Zeit, wenn die Ephemera danica, die große Maifliege, und Ephemera vulgata, die gemeine Maifliege, schlüpfen, nennt man in England Duffer's Fortnight, also sowas wie Tollpatschwochen, weil in diesen maximal 2 Wochen auch der schlechteste aller Angler einen kapitalen Fisch fangen kann. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber eine bessere Chance gibt es zu keiner anderen Zeit im Jahr. Seit vielen Jahren fahren wir in dieser Zeit von Fluss zu Fluss auf der Suche nach einer der mystischen Rekordforellen. Begleitet Johann und mich an ein paar Tagen, verteilt über 3 Jahre und verschiedene Flüsse, mit Erfolg und Niederlagen, Freude und Verzweiflung. Wir zeigen euch so richtig kaltes Wetter, Sturm, Niedrigwasser, alles, was man nicht erleben möchte. Aber wir haben auch ein paar wirklich fantastische Tage erlebt. Ich hoffe, wir können euch einiges über die Maifliegenfischerei zeigen, euch zum Lachen bringen und vielleicht inspiriert es ja auch, es selber einmal zu versuchen. Eine gute Planung der Maifliegenzeit ist ein sehr entscheidender Teil dieser Fischerei. Genauso wie das Fliegenbinden ist es auch wichtig, auf Karten Flüsse zu entdecken, die wir gerne kennenlernen möchten. Dass wir auch immer wieder an unsere Lieblingsflüsse fahren, hat verschiedenste Gründe. Eine schöne Umgebung, größere Fische, ein stärkerer Schlupf. Es gibt vieles, was einen Fluss zu einem Favoriten macht. Jedes Jahr versuchen wir auch 1 oder 2 neue Flüsse auszuprobieren, wenn wir einen Tipp über das Vorkommen von Ephemera danica haben oder einen Fluss, der einen guten Forellenbestand hat und sie vorkommen müssten. Die größte Sorge ist, zur richtigen Zeit vor Ort zu sein. Wenn man den Schlupf verpasst, kann man einen ganzen Tag am Fluss verbringen, ohne einen Fisch zu sehen. Wenn man aber den richtigen Tag erwischt, ist es wirklich faszinierend. Man weiß nie, wie gut der Schlupf der danica von Jahr zu Jahr wird. Wetter, Wasserstand und viele andere Faktoren haben einen Einfluss. Aber mal ganz unabhängig von der Fischerei. Es ist einfach so großartig, diesen großen Maifliegen zuzusehen. Es gibt lange Fresspausen. Viel Zeit, die Spens zu beobachten, zu warten und Theorien zu diskutieren, warum sie schlüpfen oder nicht schlüpfen. Die Fische sind da, zusammen mit den Maifliegen, aber das wechselhafte Wetter und besonders der Wind macht es schwer, einen Fisch zu finden, der kontinuierlich steigt. Also heißt es warten, warten, warten. Wir diskutieren viel darüber, wie die Fischerei in Südschweden war, bevor diese großartigen Stämme der wilden Bachforellen durch Wehre, Übersäuerung, Phosphatbelastung und zuletzt auch Überfischung so zurückgegangen sind. Auch die besten Gewässer, an denen wir fischen, sind nur ein fahler Schatten dessen, was sie mal waren. Das alljährliche Niedrigwasser im Sommer, wegen Landwirtschaftsbewässerung und Entwässerungsgräben in den Wäldern, sind unser täglich Brot und zugleich sehr ernste Themen.
Der steigende Druck, mehr und größere Wehre für die Stromerzeugung zu bauen, ist eine schwarze Wolke über unseren Flüssen. Wir alle müssen uns engagieren, um unsere Fischerei zu bewahren, weit über die Bewirtschaftung hinaus, wenn unsere Wasser eine Chance haben sollen. Trotz unserer sehr anregenden Unterhaltung ist es entmutigend, viele dunkle Wolken zu sehen. Es ist die erste reelle Chance des Jahres auf eine Maifliegenforelle. Wir wandern den Fluss entlang. Irgendwo wird etwas passieren. Wir finden einen Fisch, der sporadisch steigt. Manchmal zeigt er sich eine Viertelstunde nicht. Letztendlich wird Johann ungeduldig und sucht eine Stelle, um den Fisch anzuwerfen. Am Anfang dachte ich, dass der Fisch nicht nehmen würde. Aber so früh im Jahr ist es wie eine Befreiung, die Fliege zu werfen, die ersten Driften der Saison zu erleben und den Winter abzuschütteln. Trotz guter Präsentation sind die Fische noch zu scheu und wir geben auf. Es gibt noch reichlich gute Strecken, wo wir einen steigenden Fisch finden können. Und vielleicht haben wir Glück und können die Kälte und den Wind vergessen. Letztendlich finden wir ein paar Fische an einem bewaldeten Stück und Ulf ist an der Reihe. Die Forellen fressen nur sporadisch, wie die anderen auch. Und die heftigen Windböen machen es schwer, die Fliege zu präsentieren. Nach ein paar Würfen upstream ist es Zeit, den Standort zu ändern. Und die Taktik. Die Büsche und Bäume machen das Werfen zur Hölle. Aber andererseits haben wir auch eine schöne Deckung. Es ist sehr offensichtlich, dass Ulf diesen Fisch unbedingt will. Er wechselt häufig die Fliege, fischt ein paar Würfe aus und wechselt dann wieder. Einen richtigen Wurf bekomme ich in diesem Unterholz nicht hin. Und außerdem ist es extrem schwierig, eine Drift ohne Drecken zu schaffen. Aber nach einiger Zeit habe ich meine Ruhe wieder gefunden und kann die Fliege sehr gut präsentieren. Die Fliege treibt in den Bereich, wo die Fische sind. Aber nach so vielen Würfen ohne Reaktion haben wir eigentlich kaum noch Hoffnung. Ja. Ist es. Sofort nach dem Biss konnte ich spüren, dass dieser Fisch sehr groß ist. Ein richtig großer Fisch. Ich fühle mich wie zwischen Himmel und Hölle. Tausende Gedanken gehen mir durch den Kopf. Eine Rettung. Hoi. Er ist so stark. Als der Fisch das erste Mal aus dem Wasser kam, waren wir beide überrascht. Eine sehr gute Forelle in sehr guter Kondition. Ich würde sagen, Ulf ist super nervös. Das ist seine Chance, die erste Maifliegenforelle der Saison zu landen. Dann haben wir ein bisschen Prick, ja? Wenn Johann diesen Fisch landet, kriege ich einen Herzinfarkt. Was für ein Fisch! Über 60 Zentimeter und in so guter Kondition. Mindestens 3 Kilo. Was für ein Saisonstart! En gång om året. En gång i livet. Lille vän, sicken fisk. Hej då. Innan var det bara sådär. Han tog
An einer anderen Strecke des Flusses sehen wir eine weitere Brownie. Die sieht etwas normaler aus und wir glauben, eine gute Chance zu haben, auch diesen Fisch zu landen. Ich verlasse Ulf und schleiche runter zum Wasser. Der Wind ist immer noch frisch und hilft, den Wurf zu kaschieren. Hier ist das Wasser flacher und es ist leicht, die Fische zu verschrecken. Während ich meine Zigarre anzünde, geht Johann runter zum Fischen. Ich sitze hier in der ersten Reihe und genieße den Augenblick. Wir sind beide leidenschaftliche Fotografen und es macht genauso viel Spaß, mit Kamera und Kescher hier zu stehen. Besonders, wenn man schon eine gefangen hat. Auch wenn ich mit meinem Fisch zufrieden bin, hoffe ich doch auf eine wirklich kapitale. Ein schöner Fisch, aber naja. Aus dem Wald hören wir meersteigende Fische. Also schauen wir uns das mal an. Wir gehen rüber zum Wald und nach ein paar Metern sehen wir einige Bereiche mit fressenden Fischen. Das ist ein wirklich großer Fisch. Unser Jagdinstinkt ist geweckt und wir schleichen uns flussauf. Auch wenn man so vorsichtig wie möglich ist, ist es unausweichlich, die Fische zu stören. Die sind nur so alt und groß geworden, weil sie extrem scheu sind. Den großen Fisch haben wir verstört. Er stieg nie wieder. Aber es war doch ein fantastischer Tag am Fluss. Was sehr schade war, es war der einzige für dieses Jahr. Ein gewaltiger Sturm am Nachmittag machte das Fischen unmöglich. Während der nächsten Wochen ist das Wetter wechselhaft. Und die dunklen, gemeinen Maifliegen fangen nie so recht an zu schlüpfen. Dann sitzen wir eben wieder mit den Landkarten in der Küche und schmieden Pläne für das nächste Jahr. Nach einem langen Winter und einem kalten Frühjahr ist die Saison plötzlich in vollem Gange. Um sicherzustellen, dass ich den Schlupf nicht verpasse, gehe ich jeden Tag nach der Arbeit an den Fluss. Ich habe die ersten Maifliegen vor ein paar Tagen entdeckt. Und wenn du dich dann entschließt, morgen nehme ich die Route mit, bist du voller Vorfreude. Deine Leidenschaft wird zu einem Ritual, beinahe 1000%ig vorbereitet zu sein. Leider hat Johann zu viel Arbeit. Darum bin ich diesmal alleine für die Maifliegenpremiere zuständig. Mit der Erinnerung an die Stellen der letzten Saison entscheide ich mich für die unteren Strecken. An dem Spülsaum mit den Pollen sehe ich eine Menge Maifliegen an der Oberfläche. Es ist faszinierend, eine abgestürzte Danica auf dem Wasser zu verfolgen. Die Vibrationen der Flügel signalisieren nur eins: Futter. Nach kurzer Zeit bewahrheitet sich meine Vorahnung. Das schattige Wasser unter den Zweigen fängt an zu leben. Die Forelle steigt öfter und öfter, aber sie bewegt sich schnell und über größere Entfernungen. Am Anfang kann ich sie nicht anwerfen, sie ist einfach zu schnell wieder weg. Als plötzlich die Wasseroberfläche unter der Fliege explodiert, muss ich viel Druck machen, um die Flucht des Fisches zu parieren. Sicher Fisch! Oh ja.
Es fühlt sich nach einem großen Fisch an. Und wie viele andere Kapitale schwimmt sie in großen Kreisen. Um zu vermeiden, dass der Fisch mehr Stress als unbedingt nötig hat, benutze ich einen Kescher mit einem flachen Schonnetz. Ich weiß nicht warum, aber dieses Netz hat eine beruhigende Wirkung. Irgendwie ist der Fluss noch nicht so richtig erwacht. Ich warte ein bisschen und schaue, was die Abendspinner machen. Das Steigen nach den toten Spinnern ist sehr anmutig und viel vorsichtiger als bei den frisch schlüpfenden Maifliegen. Als wüssten die Fische, dass sie sich Zeit lassen können. Plötzlich passiert es wieder. Ich kann das gar nicht richtig erklären. Irgendwo in der Nähe wird die Stille durchbrochen und der Fluss ist erwacht. Wenn ich vielleicht noch einen fressenden Fisch finde, werde ich mich festbeißen. Ich warte auf den entscheidenden Moment, um die Fliege an der richtigen Stelle zu präsentieren. Ja, det var en instant release. Men det var en vacker röring i alla fall. Weiter flussauf fressen einige Fische dicht am Ufer. Eine davon könnte ich sicher fangen, aber das möchte ich gar nicht mehr. Nicht heute Abend. Auch wenn wir den Winter über in Kontakt waren, gibt es viel zu besprechen, wenn wir uns treffen. Der Fluss ist voll mit frisch geschlüpften Maifliegen. Aber ganz gleich, wo wir hinsehen, es steigen keine Fische. Auf die Dunkelheit zu warten, ist zu dieser Jahreszeit harte Arbeit. Wir haben alle Sandwiches gegessen und zwei Thermoskannen Kaffee geleert, bis die Sonne hinter dem Kieferwald verschwindet. Die Stunde der Wahrheit. Werden die Forellen heute Abend genauso aktiv sein wie gestern? Vor der Brücke fließt das Wasser langsam in einen tiefen Pool. Plötzlich sagt mein sechster Sinn: Stopp, hier sind Fische.
Auch wenn es nur 10 Sekunden dauert, bis der Fisch wieder steigt, kommt es mir vor wie eine Ewigkeit. Von Anfang an ist klar, das ist ein großer Fisch. Kleine Fische bewegen sich nicht mit so einer Ruhe und Sicherheit. Es ist offensichtlich, was hier dran ist. Nach kurzer Zeit hat Johann die Strategie des Fisches durchschaut und die Rollen sind verteilt. Er hält sich dicht am Grund auf und es dauert einen Moment, bis ich realisiere, wie riesig er wirklich ist. Die Zeit vor Midsommer ist fantastisch. Die nordischen Sommer sind kurz und intensiv. Für ein paar Wochen Ende Mai, Anfang Juni beginnt ein neuer Zyklus des Lebens. Die neuen Düfte und leisen Geräusche betören die Sinne. Letzte Nacht sah ich einige Fische am unteren Ende dieser Strecke. Die müssten heute noch da sein. Manchmal hat man Glück und heute war so ein Tag. An exakt der gleichen Stelle wie gestern frisst ein großer Fisch dicht am Ufer. Wenn eine Forelle einen Spent nimmt, kann man ein leises Schmatzen hören. Ganz dicht an dieser Szenerie zu sitzen, kann genauso aufregend sein, wie selber zu werfen. Der Fisch bewegt sich zwar schnell, aber gut berechenbar, niemals zu weit entfernt von seinem Standplatz. Det är svårt. Det är svårt. Det är svårt.
stark han var. Den trodde jag. Der Abend am Wasser hat uns Appetit gemacht, aber unser nächster Trip geht weiter Richtung Westen, zu einem viel größeren Fluss. Tid on Baltak, außerhalb von Tidaholm, ist bei den südschwedischen Fliegenfischern bekannt für eine gute Fischerei auf Regenbogenforellen. Aber es gibt auch einen natürlichen Stamm an Bachforellen, die sich nur zur Maifliegenzeit zeigen. Das Fischen mit Trockenfliegen mittags bei gleißender Sonne kommt einem komisch vor. Normalerweise sind die Forellen scheu und man bringt sie bei solchen Bedingungen nicht zum Steigen. Aber in der Maifliegenzeit gilt das alles nicht und man hat den ganzen Tag gute Chancen auf einen Fisch. Es steigen nicht besonders viele. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass irgendwas an der Oberfläche passiert ist. Ich wusste exakt, wo der Beißpunkt war, also gab es keinen Zweifel. Ich war absolut sicher, er würde hier keinen Biss bekommen. Aber Ulf gibt nicht auf. Und was soll ich sagen? Ein Sieg der Hartnäckigkeit. Aus unerfindlichen Gründen hatte die Forelle entschieden, dass dies ihre Maifliege war. Ganz langsam glitt sie nach oben und beinahe verächtlich saugte sie meine Fliege ein. Der Fisch ist riesig. Wahrscheinlich ist es eine große Regenbogen, die die Fliege genommen hat. Aber als sie uns eine gelbe Flanke zeigt, wird die Lage plötzlich ernst. Das Einzige, woran ich denken kann, ist, ich muss ein Bild von diesem Fisch haben. Ich hätte mich nicht getraut zu glauben, dass das eine Bachforelle ist. So ein Monster. Im Tid Orn. Niemals. Aber es war eine. Und plötzlich fühlte ich mich sehr allein. Ich habe es allein in der Hand und am anderen Ende hängt eine Weltrekord-Bachforelle. Als Johann den Fisch aus dem Wasser hob, dachte ich, ich träume. So ein Monster, hier? Während der vielen Jahre, die wir nun am Tid Orn fischen, standen die wirklich großen Fische nur selten in den langsameren Abschnitten. Sie bevorzugen die strömungsreicheren Strecken, wie diese unterhalb der Belteberger Brücke. Die Kante der Stromschnellen auf der anderen Seite werden immer hart befischt. Trotzdem bin ich mir sicher, dass da heute ein Fisch steht. Ich glaube, ich war noch nie so entspannt beim Fischen wie heute. Ich werde nie wieder eine so große Bachforelle im Tid Orn fangen. Die friedliche Stimmung findet ein abruptes Ende. Johann sucht sich seinen Weg zu den Stromschnellen mit einer Forelle am Haken. Sie hat bei der ersten Flucht viel Energie verbraucht und wird einfach zu landen sein. Wenn du an eine Theorie glaubst und siehst, dass sie in der Praxis funktioniert, fühlt es sich wie ein geschlossener Kreislauf an. Du hast bewiesen, dass du dich wirklich reingedacht hast. Fantastisch, ja. Du
Oj, häftigt. Tack. Sicka flicka då. Die Grundidee beim Trockenfliegenfischen ist, dass man den Fluss nach steigenden Fischen absucht. Nun ist es langsam Zeit, flussauf nach weiteren Fischen zu suchen. Bosse ist immer dabei, wenn wir fischen. Er ist so etwas wie ein Maskottchen, aber normalerweise hat er auch eine Rolle, wie jeder von uns. Wenn er steigende Fische sieht, bellt er. Ein klitzekleines Problem ist nur, dass er auch bellt, wenn er Kühe, andere Hunde oder Eichhörnchen sieht. Also so ganz vertrauen kann man darauf nicht. Es ist ein wundervolles Gefühl von Freiheit, einfach nur den Fluss entlang zu laufen und das Wetter und die schöne Landschaft zu genießen. Manchmal verharren wir, beobachten und warten. Man bekommt ein Gefühl von Entspannung, eingelullt in diese freundliche, traumgleiche Welt. Nach einem langen Tag werden wir sehr bald die Primetime erleben, die letzte hektische Runde des Maifliegentages. Über den Wipfeln sieht man Heerscharen von Bewerbern für die Weibchen in einer Art rhythmischem Tanz. Auf der Wasseroberfläche erscheinen immer mehr Weibchen, die Eier ablegen, und an der Strömungskante unterhalb der Brücke fängt das Wasser an zu kochen. Ungefähr 100 Meter unterhalb von Ulf steigt eine Forelle dicht am Ufer. Kurz danach durchbricht sie wieder die Oberfläche bei einer weiteren Fressattacke. Ich bin total verblüfft, als die Forelle zur Oberfläche schießt. Ein solcher Fisch an dieser Stelle kann jede Größe haben. Ich denke, es wäre gut, ihn nochmal zu sehen. Es war ein fantastischer Tag am Tite Orne mit einer Wahnsinnsforelle und vielen Fischen über der 1-Kilo-Marke. Aber irgendwann ist es auch mal gut. Nun kommt nur noch der Rest der Saison ohne Ephemera Danica. Da haben wir viel Busse. Nichts weckt mehr Erwartungen als der Ausblick auf den ersten Tag der Maifliegenzeit. Der herannahende Sommer und das Vertrauen auf die besten Fischtage der Saison liegt in der Luft. Ganz gleich, wie heiß man ist, es ist immer Zeit, eine Pause zu machen und den Duft, das erste Grün und den Bussard über dem Fluss zu genießen. Das hier ist eine kurze Strecke, also teilen wir uns auf. Bosse und Johann gehen etwas flussauf und ich schlage mich ins Unterholz. Viele große Fische steigen. Eine ist riesig, steht aber auch an einer sehr schwierigen, schmalen und überwachsenen Stelle. Es sieht echt hoffnungslos aus, aber ich fühle mich fast verpflichtet, es zu versuchen. Zum Fliegenfischeralltag gehört auch, sich in Büschen und Bäumen zu verfangen, wenn der Platz so begrenzt ist.
Und siehe da, nach kurzer Zeit habe ich den Fisch verschreckt und ich habe die Nase voll von dem ganzen Mist hier. Zeit weiterzugehen. Am Ende der Bäume schaue ich flussauf und habe einen guten Überblick. Fast unmöglich, die Fische hier nicht zu stören, aber ich versuche, mich leise zu bewegen. Trotzdem werde ich einige vertreiben. Am Fluss messe ich erstmal die Temperatur. Perfekt, trotz des niedrigen Wassers. Knapp über 11 Grad. Mein Herz schlägt schneller, als ich diesen großen Fisch sehe. Er sieht wirklich gut aus und steigt regelmäßig. Ich entscheide mich, ihn von oben anzuwerfen, auch wenn die Gefahr besteht, ihn zu vertreiben. Viel Platz ist hier nicht und ich habe wahrscheinlich nur einen Versuch. Ich muss es beim ersten Versuch schaffen. Ich rolle die Fliege so dicht an den Fisch, wie ich es schaffe, und füttere Schnur nach. Plötzlich merke ich, dass ich den Atem anhalte. Ja! Für einen kurzen Moment denke ich, er ist ab bei all dem Mist hier. Aber dann fühle ich starke Schläge. Er hängt noch. Meine Enttäuschung verfliegt. En sån öring. Det här är fantastiskt. Oh. Als ich realisiere, dass ich in diesem kalten Wasser so einen Fisch gefangen habe, kann ich nur noch grinsen.
Was für ein fantastischer Auftakt. Ein Wahnsinnsfisch. Für heute brauche ich keine weiteren Versuche. Ich gehe rauf und werde mal sehen, was Johann so treibt. Ich habe aus der Entfernung gesehen, dass Ulf einen Fisch gefangen hat. Als er mich sieht, hat er ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Jetzt will er mir einen weiteren regelmäßig steigenden Fisch zeigen, den er eben gesehen hat. Ich möchte ihm von meinem Fisch erzählen, aber ich will ihm auch den anderen zeigen, den ich gerade gesehen habe. Er ist sehr aktiv und jetzt sind da Maifliegen über dem Wasser. Man muss das Eisen schmieden, solange es glüht. Wenn wir uns da zwischen die Bäume stellen, können wir gut beobachten, wie der Fisch auf dem Nacken frisst. Als ich versuche, in Position zu schleichen, sehe ich viel Bewegung am Nacken. Der Fisch scheint da sehr aktiv hin und her zu schwimmen. Ich habe das gar nicht richtig mitbekommen, dass der Fisch Johanns Fliege genommen hat. Aber jetzt geht's zur anderen Seite. Ich werde Bosse an einen Baum binden und schnell runterlaufen, um ein paar Bilder zu machen. Ich schaffe es, dass der Fisch umdreht und merke, dass der Haken gut sitzt. Mann, hat der Kraft. Wir sehen noch mehr steigende Fische, aber wir sind wirklich zufrieden. Für heute haben wir genug. Während die letzten Weibchen tänzelnd ihre Eier ablegen, feiern wir rauchend unseren Saisonstart mit den großen braunen Maifliegen. Auf geht's nach Hause. Wir müssen Pläne für morgen machen. Man kann alles sämre, oder? Natürlich. Das Fischen an dem kleinen Fluss gestern war wirklich gut. Vielleicht sollten wir da heute nochmal hinfahren. Aber dann ruft ein Freund an und berichtet über seine Erfolge an einem anderen Fluss, den wir noch nie befischt haben. Unsere Neugier ist riesig. Das müssen wir ausprobieren. So. Leider haben wir gestern viele Fliegen in den Bäumen verloren. Also muss Johann im Auto noch schnell ein paar binden. Manchmal, wenn wir an einen neuen Fluss kommen, ist der Drang, selbst zu werfen, größer als gemeinsam zu fischen. Also geht Ulf Fluss auf und ich versuche mein Glück unterhalb. Über viele Jahre habe ich die Erfahrung gemacht, dass Spots, die schwer zu befischen sind, oft die größten Fische beherbergen. Das hier ist wirklich unzugänglich, also erwarte ich hier irgendwie einen guten Fisch. Wenn man sich ans Ufer schleicht und plötzlich einen steigenden Fisch sieht, ist es, als ob die Welt stehen bleibt. Diese Forelle folgt einer Rinne am anderen Ufer. Die einzige Sache, die uns trennt, ist dieses dichte Gestrüpp aus Ästen. Aber da ist eine kleine Lücke.
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da meine Fliege werfen kann, ist gleich null. Aber ich muss es versuchen. Was für ein Glück! Ein erfolgreicher Wurf und die Fliege landet nur wenige Meter vor dem Fisch. Der Kopf ist furchteinflößend, als er durch die Oberfläche bricht. Das ist eine sehr, sehr große Forelle. Vielleicht die größte, die ich je auf eine Trockenfliege hatte. Sie ist sehr aggressiv und übernimmt sofort das Kommando. Merkwürdigerweise schwimmt sie vom Ufer weg, um im offenen Wasser zu kämpfen, wo sie keine Chance hat. Ui, ui, ui. Eine so gewaltige Forelle mit der Trockenfliege zu fangen, ist eine komplette Erfüllung. Ich weiß jetzt schon, dass ich diese Saison keine größere fangen werde. Das ist der Fisch des Jahres. Oj, oj, oj. Helt fantastiskt. Helt otroligt vilken fisk. Helt ljuvligt. Oj, 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 oj. Så. Oh. Nu är årets flugfiskesäsong räddad. Titta vilken fisk. Hur lång är den? Måste ju vara. Jag hoppas att du blir lite klokare, lite vettigare, lite intressant. Där kom jag. Hej då. Yes! Yes! Åh, vilken lycka. Fy fasiken, vad underbart. Am Ende war es keine schlechte Idee, diesen Fluss auszuprobieren. Aber der Abend ist noch jung und es sind immer noch Spinner an der Oberfläche. Weiter oben fließt der Fluss viel ruhiger, auch hier gesäumt von dichten Büschen. Tiefes Wasser und viele Unterstände sind ideal für große Fische. Nach kurzem Warten nehmen wir am Ufer oberhalb eine vorsichtige Bewegung wahr. Jag kan inte göra någonting. Nej, men jag ser till. Ja, jag ser flugan. Gud, Jesus! Den är stor! Das klingt vielleicht sehr merkwürdig, aber ich war ehrlich erleichtert, dass ich nicht dran war mit Werfen. Hier die Fliege rauszubekommen und einen Fisch zu landen, ist eigentlich unmöglich. Auch wenn man vorher alles richtig entschieden zu haben scheint,
der Fisch steigt und man sicher ist, ihn zu bekommen, kann trotzdem noch viel schiefgehen. Man setzt sich selber unter enormen Erfolgsdruck. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Als ich realisiere, dass der Fisch hängt, gerate ich in Panik. Den Fisch hier am Ufer zu landen, wird nicht funktionieren. Die einzige Lösung ist, ganz einfach ins Wasser zu springen. Plötzlich ist der Fisch im Kescher. Dick, fett und wunderschön gezeichnet. Jetzt bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Ich werde jedes Mal sehr traurig, wenn die kurze Maifliegenzeit zu Ende geht. Bis zum nächsten Mal vergeht wieder ein komplettes Jahr. Wir entscheiden uns, den ganzen Abend zu bleiben, um so viel wie möglich von diesem Tag zu haben. Das Ziel des Abends ist klar. Ich will ein Foto von einer guten Forelle im Dunkeln machen. Wie auch immer, die Zahl der Maifliegen an der Oberfläche nimmt rapide ab. Jetzt noch einen steigenden Fisch zu finden, dürfte nahezu unmöglich sein. Eigentlich hatte ich es aufgegeben, heute noch einen Fisch zu fangen, aber dann kamen wir an einen Pool, der von Wasserlilien gesäumt war. Plötzlich sahen wir einen fressenden Fisch an der dunklen, schattigen Oberfläche. Während ich den Fisch beobachte, schiebe ich mich im Schutz der Bäume am Ufer entlang. Es ist wirklich unglaublich. Manchmal wirft man stundenlang einen steigenden Fisch an, ohne dass er nimmt. Natürlich hat Johann auch ein bisschen Glück, aber das ist echt verrückt. Der Fisch hatte gerade erst angefangen zu fressen, als er hochkam und die Fliege nahm. Oh, Herr. Er ist sjukt stor. Herregud, vilken fisk! Tack. Auch wenn der Tag zu Ende ist und die Fischerei perfekt war, bin ich doch sehr gespannt, was uns stromauf noch erwartet. Vielleicht gibt es ein perfektes, ruhiges Stück zwischen zwei Rauschen. Oder einen Nacken am Pool, den man sich für das nächste Jahr merken muss. Noch einmal gehen wir getrennte Wege. Ulf will noch eine weitere Strecke ansehen und ich gehe langsam Richtung Auto. Yes. Auf den Wiesen ist der Löwenzahn zu großen Pusteblumen geworden. In der Ferne hört man Mähdrescher bei der Arbeit.
Für dieses Jahr ist es vorbei. Doch dann höre ich noch einmal dieses Geräusch. Ein lautes Schlürfen hinter dem Busch. Noch einmal ist es soweit. Hinsetzen und auf den richtigen Moment warten, um dann schnell die Fliege möglichst nah an den Fisch zu bringen. Ich habe kaum Zeit nachzudenken, als die Fliege in den Bereich der Ringe des steigenden Fisches treibt. Als sie hochkommt, bin ich mir 1000%ig sicher, sie zu fangen. Es ist einer der Tage, an denen man nie verliert. Ui, ui, ui. Oder ist es? Aber wenn es zu leicht ist, wird man unaufmerksam. Man verliert den Respekt gegenüber dem Fisch und es passiert das Unvermeidbare. Die Forelle schlägt noch ein letztes Mal, der Haken ist raus und es ist vorbei. Es wird Zeit zu gehen und zum Alltag zurückzukehren. Natürlich, es gibt auch noch die Sommerfischerei und vielleicht einen Trip nach Norden. Aber schon auf dem Weg zum Auto kann ich es nicht lassen, an die nächste Maifliegensaison zu denken. Wir werden definitiv wiederkommen. Zu den Forellen und zu den Maifliegen.